ja, selbstbewusst sollte man auf jeden Fall sein, gerade als Frau, sage ich mal. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Themen-Podcast. Mein Name ist Faisal Darwish. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Stavrox Solutions. Stavrox ist ein Unternehmen im Bereich Employer Branding und seit kurzem unterstützen wir die Renolith genau in diesem Bereich letztendlich. Und für die, die es nicht wissen, die Renolith ist ein international tätiges Familienunternehmen und zählt zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich der Kunststoffverarbeitung. Der Hauptsitz ist hier in Worms, wo wir jetzt auch wieder den Podcast aufnehmen dürfen. Und genau, aber letztendlich hat das Unternehmen weltweit über 30 Standorte. Und genau, der Themenpodcast. Wir wollen heute letztendlich über das Thema technische Ausbildungen sprechen. Zu meiner Linken habe ich hier auf der einen Seite den Christoph Hogen, Leiter der technischen Ausbildung. Wir dürfen ja hier das höfliche Du benutzen. Herzlich willkommen, Christoph, auf jeden Fall erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr schön. Und genau, vor mir letztendlich Melina Dimmler, eine ehemalige Auszubildende, die im Januar abgeschlossen hat und jetzt mittlerweile eine Fachkraft für Industriemechanik ist. Und genau, jetzt aktuell noch im Standort Frankenthal und jetzt auch bald am Studieren. Ist das richtig, Melina? Ja, das ist richtig. Studieren werde ich dann am Standort Worms. Sehr schön. Ich habe euch jetzt gerade kurz eingeführt, aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz, fangen wir auch bei dir an, Melina, mal anfangen. Genau, du hast eine Ausbildung hier gemacht im Endeffekt und wie bist du damals auf die Idee gekommen, Industriemechanik tatsächlich zu lehren? Genau, ist ja irgendwo doch eine breite Männerdomäne, würde ich mal sagen, dieser Beruf. Aber umso schöner, dass man genau jetzt auch dich, sag ich mal, dort sieht, sag ich mal, als Frau. Was war damals die Intention? Also damals wusste ich auf jeden Fall schon, dass ich nicht ewig oder nur im Büro sitzen möchte. Mhm. Ich wollte eigentlich schon immer ins Handwerkliche. Das macht mir Spaß und ich würde mal behaupten, dass es mir auch durchaus liegt. Außerdem hat mich damals, als ich noch kleiner war, mein Opa auch ein bisschen drauf gebracht. Der hat damals Schlosser bei der Deutschen Bahn gelernt und hat daheim auch vieles selbst gemacht, von Kronleuchter, also ja, so Drahtgestellen aus Metall oder auch unseren Zaun hat er selber gemacht. Das hat mich damals fasziniert und dachte mir, das würde mir wahrscheinlich auch Spaß machen. Und so bin ich dann darauf gekommen. Auf die Firma speziell bin ich durch Mitarbeiter gekommen, die ich privat mal kennengelernt habe und auch ein bisschen durch den Berufsberater bei uns an der Schule. Durch ihn bin ich tatsächlich zum Standort Frankenthal gekommen, denn vorher wusste ich gar nicht, dass es in Frankenthal auch einen Standort gibt. Mir war nur Worms bekannt und dadurch, dass ich eben nur von den Mitarbeitern nur Gutes oder hauptsächlich Gutes gehört habe über die Renolith an sich, habe ich gedacht, ja, das könnte passen, ich bewerbe mich. Sehr cool, sehr cool. Christoph, vielleicht auch zu deiner Story. Wie lange bist du schon persönlich bei der Renolith? Wie bist du damals auf das Unternehmen aufmerksam geworden? Ich meine, jetzt mittlerweile als Leiter der technischen Ausbildung. Genau, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, ich habe 2004 hier angefangen, bei Renolith zu arbeiten. Ich habe meine Ausbildung beim anderen Unternehmen gemacht, in Mainz, als Industriemechaniker und habe dort auch noch 2 Jahre im Schichtbetrieb gearbeitet. Allerdings aus Innovationsgründen musste dann betriebsbedingt Mitarbeiter das Werk verlassen und da hatte ich auch dazu gehört und habe mich dann umgeschaut, wo werden Arbeitsplätze gesucht und bin da bei der Suche auf Renolith gestoßen, was mir jetzt sehr zugute kam, weil es noch heimatnähe war und hatte vom Beginn an ein sehr gutes Gefühl vom ersten Tag hier. Bin jetzt fast 20 Jahre hier im Haus durch verschiedene Positionen, habe erst im Walsenservice gearbeitet, später bin ich in die Instandhaltung gewechselt und habe dann die Chance bekommen, als Ausbilder zu arbeiten und dann durch diverse Weiterbildungen jetzt auch die Möglichkeit und diese riesengroße Chance und Verantwortung bekommen, die technische Ausbildung zu leiten, wo ich auch sehr dankbar bin und finde es auch toll, dass man hier in diesem Familienunternehmen diese Möglichkeit auch dementsprechend immer bekommt und auch diese Möglichkeit hat, wenn man möchte, durch Weiterbildung auch sich
weiterzugehen und einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, mega. Melina, vielleicht auch eine Frage an dich an der Stelle, damit wir direkt mal auch einsteigen in das Thema eben technische Ausbildung und was man so alles vielleicht auch mitbringen sollte. Ich meine, am Ende des Tages ist natürlich Renault als Industrieunternehmen natürlich sehr lastig, was sage ich jetzt einfach mal, was die technischen Ausbildungen angeht. Deiner Meinung nach, was glaubst du, sind mit die wichtigsten Eigenschaften, um genau bei der Renault durchzustarten für so eine Ausbildung? An sich auf jeden Fall schon mal Offenheit. Mhm. Nicht nur den Personen gegenüber, sprich den Kollegen, sondern auch Neuem gegenüber. Denn die Firma will sich ja auch immer weiterentwickeln und dementsprechend muss man sich selber als Arbeitnehmer ja auch immer weiter anpassen und mitmachen, damit man eben die Möglichkeit hat, aufzusteigen und sich fortzubilden. Kommunikationsfähigkeit ist ein großer Punkt bei uns und selbstbewusst sollte man auf jeden Fall sein, gerade als Frau, sage ich mal, muss man auch mal ein bisschen Konter geben, wenn dann mal ein etwas rauerer Ton angeschlagen wird in der Werkstatt. Das, denke ich, sind so die wichtigsten Dinge. Warum glaubst du, dass Kommunikationsfähigkeit so wichtig ist? Also das ist tatsächlich, denke ich mir jetzt zumindest, vielleicht auch für den Kontext, also ich bin tatsächlich jemand, der wirklich so ziemlich wenig Ahnung hat von so technischen Berufen. Ich habe früher mal ein bisschen programmiert, aber das ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche, sage ich mal, wie jetzt die, das Aufgabenfeld eines Industriemechanikers. Kommunikationsfähigkeit, genau. Warum ist das gerade so wichtig, meinst du? Naja, zum einen, wenn man im Team zum Beispiel arbeitet, zu zweit an der Maschine oder Kranarbeiten macht, muss man natürlich die Leute immer vorher warnen oder Bescheid geben, hey, da und da machen wir jetzt was, bitte pass auf. Und wenn dann jemand im Weg steht, dementsprechend das auch sagen. Beziehungsweise auch als Instandhaltung arbeiten wir natürlich auch mit der Produktion zusammen. Das heißt, die müssen uns ja Fehler melden. Okay, ja. Und wir müssen dann auch gegebenenfalls fragen, okay, wo ist das Problem? Oder wenn wir was nicht wissen oder uns nicht sicher sind, müssen wir auch natürlich Rücksprache halten mit unseren Vorgesetzten. Interessant. Christoph, was sind so heruntergebrochen mit die Hauptaufgabenfelder, als Industriemechaniker oder letztendlich in andere technische Berufe genau bei euch? Beim Industriemechaniker ist es halt die Instandhaltung, die Melina hat es ja schon gesagt, ganz eng die Zusammenarbeit mit der Produktion, dass wir Anlagen, wenn wir sie können, schalten wir sie natürlich vorab, machen eine vorbeugende Instandhaltung. Da ist der Industriemechaniker, aber auch der Elektroniker halt gefragt, dass wir die, man kann sich das vorstellen wie bei einem Auto, dass man das dann einfach zu einer Inspektion bringt und dann wird dann geschaut, ist noch alles in Ordnung, kann ich mit dem Auto noch weiterfahren, ja oder nein. Und so ist bei uns in der Produktion auch, diese klassischen Kalender wird dann begutachtet von den Elektronikern, Industriemechanikern. Da werden dann Lager getauscht oder Getriebe gewechselt. Es werden aber auch Ölkontrollen durchgeführt, um vielleicht nur einige technische Beispiele jetzt mal hier aufzuzählen. Wir haben jetzt viel über den Industriemechaniker gesprochen. Was gibt es denn noch für technische Ausbildung bei der Renault? Ja, wir haben die zweijährigen Ausbildungsberufe, den Maschinenanlagenführer und den Fachlageristen, den wir bei uns als technischen Ausbildungsberuf führen. Den Elektroniker hatte ich eben schon genannt, den Industriemechaniker haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann haben wir ganz tolle, spannende Berufe wie den Medientechnologen oder den Produktionstechnologen, aber auch unser Flaggschiff, den Verfahrensmechaniker, den wir in einer sehr hohen Kennzahl auch ausbilden und nichtsdestotrotz noch den ich habe sie alle genannt. Ja, klar, sind ja doch einige, die hier zusammenkommen, ne? Genau. Definitiv. Was mich auch noch interessiert tatsächlich, vielleicht auch an dich, Christoph, ich meine letztendlich, technische Ausbildung, die entwickeln sich auch immer weiter letztendlich. Und was tut denn letztendlich so ein großer Konzern, so ein Unternehmen wie Renault im Endeffekt, oder was unternehmen die für Maßnahmen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was letztendlich die Ausbildung ihrer potenziellen oder Mitarbeiter letztendlich auch angeht? Ja, bei den Ausbildungsberufen müssen wir immer wieder schauen,
die Berufe, die wir aktuell ausbilden, passen die noch zu unserem Anforderungsprofil? Mhm. Die Melina hat es vorhin angesprochen. Granulit entwickelt sich immer weiter. Unsere Anlagen entwickeln sich aber auch weiter. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir den Ausbildungsberuf Produktionstechnologe vor zwei Jahren hier am Standort mit aufgenommen haben, weil wir einfach merken, wir müssen unsere Anlagen auch zum großen Teil selber weiterentwickeln. Mhm. Und da müssen wir immer wieder auf den Markt schauen, was gibt's und wie können wir uns ja, sind wir noch aktuell oder müssen wir da irgendwo anpassen? Auch mit den Ausbildungskennzahlen, dass wir sie natürlich so ausbilden. Wir wollen ja für uns ausbilden. Wir haben eine sehr hohe Übernahmequote und streben auch die 100% immer wieder an und möchten den Leuten auch hier eine Perspektive aufbieten. Und das können wir nur, wenn wir ein bisschen vorausschauend dann auch fahren und dementsprechend auch so ausbilden, wie wir es hier im Haus auch brauchen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ja, spannend an, definitiv. Melina, vielleicht eine Frage an dich genau. Und zwar, wie würdest du, ich meine, der Beruf des Industriemechanikers, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, eine große Männerdomäne, man muss sich da ein bisschen durchsetzen als Frau. Ich meine, du hast halt natürlich das Besondere, dass du es auch von zu Hause ein bisschen mitbekommen hast, das Ganze nochmal zu lernen, wobei natürlich hast du dich am Ende des Tages trotzdem natürlich selber dafür entschieden. Was würdest du vielleicht anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben oder wie würdest du die ermutigen, auch so eine technische Ausbildung am Ende des Tages genau auszuführen oder letztendlich zu wählen? Auf jeden Fall Praktikas machen. Mhm. Ich glaube, viele, wobei das dann zu vielen Berufsfeldern, denke ich, passt oder ähnlich ist. Viele, denke ich, stellen sich das ein bisschen anders vor. Mhm. Um jetzt nochmal ein bisschen mehr auf Frauen einzugehen. Viele denken vielleicht auch, sie schaffen das gar nicht, allein schon wegen der Kraft. Ja. So ist es aber nicht. Es gibt mehr als genug Sachen, gerade in so großen Unternehmen, die auch eine Frau, auch so eine zierliche Frau wie ich, machen kann. Ja. Da gibt es wirklich mehr als genug. Und wenn dann die Kraft tatsächlich nicht reicht, sage ich mal, haben wir auch mehr als genug Hilfsmittel, um das eben zu machen. Ansonsten, Praktika sind immer gut für sowas, um sich das Berufsfeld mal anzugucken, um sich auch die Firma mal anzuschauen. So haben beide was davon. Mhm. Die Firma bzw. die zukünftigen Chefs können sehen, wie derjenige sich verhält und drauf ist, sage ich mal. Und auch der vielleicht zukünftige Azubi kann sehen, okay, so sind die Chefs und so ist die Arbeit und so läuft das hier ab und das werde ich in Zukunft eventuell tun. Mhm. Und dann kann man sagen, ob es Spaß macht oder nicht und sich dementsprechend dafür oder dagegen entscheiden. Ich denke, Praktika sind da auf jeden Fall. Mhm. Was würdest du so empfehlen oder wie lange geht in der Regel so ein Praktika, bis man auch so ein gewisses Gefühl hat, ob das Ganze auch was für mich ist? Schwierig zu sagen. Ich denke, das ist auch immer so ein bisschen typenabhängig, wie schnell jemand was aufnimmt oder auch nicht. Außerdem, viele Praktikas werden ja in der Schule gemacht, in den Ferienzeiten. Mhm. Apropos Ferien, sich mal in den Sommerferien ein Praktikum zu suchen, macht durchaus Sinn, weil man einfach viel mehr Zeit hat, um in diesen Betrieb mal reinzuschnuppern, in diesen Job. Da würde ich dann schon mal so 3-4 Wochen wenigstens empfehlen. Das wäre sehr schön, sehr gut, weil auch eben dann die Chefs bzw. die Ausbilder den Praktikanten viel mehr zeigen können, viel mehr vermitteln können über den Job, über den Betrieb an sich. So 1-2 Wochen ist aber schon ganz okay, sage ich mal, um sich daran zu orientieren. Mhm. Man kann ja auch 2-mal dasselbe Praktikum machen. Wenn das erste schon Spaß gemacht hat, sollte man vielleicht nochmal ein zweites machen, um es nochmal zu bestätigen. Mhm. Christa, wie sieht's aus? Das heißt, man könnte bei dir im Ausbildungszentrum ein Praktika oder ein Praktikum letztendlich einfach so machen? Muss man sich dann ganz normal bewerben, so wie man es kennt, in einem Unternehmen? Oder wie sieht da der Prozess letztendlich aus für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sich denkt, okay, ich probiere das mal aus, das, was die Melina gesagt hat, ist überzeugend. Why not so für eine Woche, zwei bei Renolit mal reinschnuppern, so als junger Mensch? Ja, wir möchten natürlich so viel wie möglich jungen Schülern die Möglichkeit geben, ein Praktikum zu machen und gibt der Melina da absolut recht, sie hat da die richtigen Worte gefunden. Nur mit Praktikas kann ich wirklich meine Interessen, meine Stärken auch kennenlernen. Daher, weil wir auch so vielen Leuten diese Möglichkeit geben möchten, legen wir da auch Wert drauf, dass sie sich dann halt bei uns dann bewerben über online. Auf unserer Internetseite haben sie da einen extra Button für Schülerpraktikum. Und dann können sie sich dann rechtzeitig dann für dieses Praktikum bewerben. Das versuchen wir alles Mögliche zu machen, dass die jungen Leute dann sich da ein Berufsbild dann auch anschauen können.
Wir haben natürlich auch Praktikanten immer wieder im Ausbildungszentrum bei uns, aber darum geht es gar nicht. Die Melina hat es ja schon gesagt, es kommt ja darauf an, was steckt denn für einen Beruf hinten dran. Also müssen die Leute dann auch nicht nur im Ausbildungszentrum, die müssen in die Werkstätte, die müssen mal sehen, was steckt denn hinter den Arbeitsplätzen. Und gerade im technischen Bereich haben wir bei Corona das ein bisschen verfeinert und entwickelt, dass wir bei so einem zweiwöchigen Schulpraktikum das jetzt oft auch den Leuten, die sich noch unschlüssig sind, anbieten, okay, dann schnuppern wir 3 Tage als Elektroniker, 3 Tage als Industriemechaniker und 3 Tage vielleicht mal als Verfahrensmechaniker rein. Und dann hat er in so einem 3 Wochen Schulpraktikum schon mal eine bessere Orientierung und kann dann idealerweise bei dem nächsten Praktikum in dem Bereich, wo ihm am besten gefallen hat, nochmal zuschnappen und sich das nochmal befestigen lassen. Mhm. Aber auch hier würde ich immer wieder empfehlen, sich nochmal eine zweite Firma anzuschauen, nochmal eine andere Arbeitsumgebung anschauen und nicht 2 oder 3 Praktikas immer im gleichen Unternehmen, im gleichen Beruf machen. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, so viel davon profitieren, und die Schulen bieten das auch an, und die Melina hat es nochmal gesagt, auch in den Ferien, wir bieten immer die erste Ferienwoche in Rheinland-Pfalz, machen wir extra eine Praktikantenwoche. Da bieten wir für 15 bis 20 Schüler nochmal zusätzlich an, ein Praktikum bei uns im Haus zu machen. Und da können die sich, wie ich es eben genannt habe, mindestens in 3, eher in 4 Berufsgruppen Ausbildungsberufe anschauen. Christoph, was mich auch interessieren würde, was ist deiner Meinung nach so ein Vorteil von einer technischen Ausbildung im Vergleich zu anderen Bildungswegen? Ja, also man hat auf jeden Fall den Praxisbezug. Es ist ja eine duale Ausbildung, also die Auszubildenden kommen die dann zu uns und gehen dann auch zu unserem dualen Partner, sprich die Berufsschule. Aber diese 3 oder 4 Tage, die sie hier sind, oder wenn sie Blockunterricht haben, sind sie vielleicht 6 Wochen bei uns und dann 2 Wochen in der Schule. Da merkt man einfach bei vielen in den ersten Wochen diese Umstellung von der Schule, jetzt stehen, dass das teilweise ein bisschen anstrengender ist. Aber bei vielen merkt man einfach die Begeisterung, dass sie jetzt aus der Schule raus sind, dass sie handwerklich was machen können, dass sie sehen, was sie gemacht haben. Dass sie vielleicht jetzt früher, dass sie jetzt erkennen, warum musste ich das in der Schule, dieses Thema lernen, weil sie es jetzt anwenden können. Ja. Und das hat dann vielleicht in der Schule noch ein bisschen gefehlt. Und gerade bei einer technischen Ausbildung ist es immer wieder der Faktor, wo man erkennen kann, man geht nach Hause und sieht, was man dann wirklich auch geleistet hat und was man selbst gemacht hat. Mhm. Ich meine, jetzt mal angenommen, genau, die Person, die gerade uns zuhört, ist wirklich begeistert, ist überzeugt, die technische Ausbildung könnte vielleicht was für mich sein, ich weiß es noch nicht. Ich würde das Ganze tatsächlich mit dem Praktikum verbinden, suche mir letztendlich online meine paar Unternehmen im Endeffekt raus, bewerb mich dann. Melina, was willst du dieser Person empfehlen? Was muss sie tun oder vielleicht einfach auch mitbringen, um wirklich diese Zeit optimal zu nutzen, um selber auch den maximalen Nutzen daraus zu ziehen für sich selber? Nochmal bitte, Entschuldigung. Gar kein Problem. Und zwar das Praktikum so an sich als interessanter oder guter Türöffner, um letztendlich zu sehen, ob das Ganze auch für mich passend ist. Okay. Wie muss ich mich darauf vorbereiten oder was muss ich mitbringen, damit ich diese Zeit, diese 2, 3 Wochen, dass ich die optimal nutze letztendlich für mich? Okay. An sich spielt Motivation schon mal eine große Rolle. Die Leute bzw. die Chefs dort wollen ja auch sehen, dass man sich bemüht, dass man motiviert ist, dass man sich interessiert dafür. An sich sollte man sich so oder so ja schon dafür interessieren. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Praktikum oder auch eine Ausbildung zu beginnen. Ich denke, wenn man sich dann gut anstellt, motiviert ist, interessiert ist, viele Fragen stellt, je mehr, desto besser sogar fast, gerade wenn es dann in der Ausbildung drum geht, die Zeit gut zu nutzen, sollte man wirklich viele Fragen stellen, weil je mehr Informationen man kriegt, desto besser kann man damit arbeiten und desto leichter fällt es einem auch später raus, zu arbeiten und die Ausbildung zu bestehen. Und Christoph, wie gehst du denn damit um, wenn du ein Auszubildender oder einen Praktikanten, der dich ständig durchlöchert mit Fragen und dir vielleicht sogar ein bisschen auf die Nerven geht, wenn das überhaupt so möglich ist. Was bekommst du für ein Zeichen am Ende des Tages?
Ja, bei uns hat es etabliert, dass die Praktikanten von unseren Auszubildenden mitbetreut werden. Mhm. Das heißt, unser Azubi würde dann vom Praktikanten gelöschert werden. Okay. Aber wir nehmen das auch immer natürlich wahr und sehen das hier dann auch und beobachten das. Und das ist ein tolles Zeichen, weil dann ist jemand interessiert und bringt viel Interesse mit. Und das ist dann aber auch die Rückmeldung, die uns unseren Azubi dann geben würde. Hey, der hat mich den ganzen Tag hier ausgelöschert, der wollte alles wissen. Und das ist, dafür dient das Praktikum. Und das würde ich auch jedem gerne mitgeben wollen, wenn ein Praktikum im Unternehmen absolviert wird. Egal, ob es jetzt die Führungskraft ist oder ob es einen anderen Auszubildenden ist. Nutzt diese Zeit, die ihr in diesem Unternehmen habt, fragt. Und fragt auch ruhig zwei- oder dreimal. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, dann stellt die Frage nochmal. Und in einem guten Unternehmen wird sie euch auch mehrfach beantwortet. Mhm. Du hast vorhin noch erwähnt, dass letztendlich die Übernahmemöglichkeit doch sehr stark ist, beziehungsweise dass sie, das ist natürlich klar, möglich ist hier. Die ist beinahe bei 100%, oder wie habe ich das nochmal genau richtig zu verstehen? Ja, also wir bilden ja hauptsächlich für uns aus und wir möchten auch alle Auszubildende übernehmen. Natürlich ist immer mal jemand dabei, der, und die Melina ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, nach der Ausbildung dann nochmal eine Weiterbildung machen möchte und ein Studium. Und ja, dann sind es auch manchmal Leute, die sich dann halt für ein Vollzeitstudium entscheiden und dadurch kriegen wir auch keine 100% Übernahmegarantie immerhin. Mhm. Aber bei der Melina konnten wir jetzt auch wieder aufzeigen, welche tolle Möglichkeiten wir haben im Haus für eine Weiterbildung, ob es jetzt hier das duale Studium ist oder aber auch, dass man bei uns dann den Meister weitermacht oder den Techniker oder diese ganzen anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir haben. Weil gerade bei uns im Haus ist immer toll zu sehen, wie viele Führungskräfte bei uns hier selbst eine eigene Ausbildung absolviert haben und dann später durch die eigene Weiterbildung dann in diese Führungsrolle dann geschlüpft sind. Ja, also ich finde es wirklich auch beeindruckend, wie viele Jubilare gefeiert werden hier bei der Renolit oder wie viele Kolleginnen und Kollegen wirklich Jahre, Jahrzehnte dem Unternehmen treu bleiben. Ich meine, das spricht ja auch letztendlich am Ende des Tages natürlich fürs Unternehmen. Melina, du hast ja gesagt, du fängst jetzt demnächst an, Maschinenbau zu studieren, auch mit Hilfe der Renolit. Also du wirst weiterhin da in genau im Hause, sage ich mal, bleiben. Was ist so dein Ziel, mittel- bis langfristig, auch so nach dem Studium? Definitiv weiter hier zu bleiben. Und wenn nicht am Standort Worms, dann generell wenigstens in der Familie, sage ich mal. Mhm. Gerne auch in Frankenthal. Ich möchte aber an sich wirklich gerne in der Renolit, in der Familie, sage ich mal, bleiben. Das ist schon langfristig auf jeden Fall mein Ziel. Mittelfristig, klar, erstmal das Studium beenden und dann auch entsprechend eine Anstellung finden, hoffentlich hier. Mhm. Genau. Was ist deiner Meinung nach so das Besondere an der Renolit, also so ein Familienmitglied, ein Teammitglied zu sein? Aus meiner Sicht, aus Frankenthal hauptsächlich, kann ich ja momentan nur aus Frankenthal sprechen. Ja. Auf jeden Fall die Kollegen. Es ist sehr freundlich dort. Man kann mit jedem über alles quasi reden. Mhm. Es ist wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre. Wenn ich dann mal in Worms war, war das auch immer sehr angenehm. Also da kann ich mich auch eigentlich kaum bis gar nicht beschweren. Die Kollegen sind freundlich, hilfsbereit. Also jeder, der nach Hilfe fragt, dem wird auch Hilfe gewährt und gestellt. Ich hoffe, dass es auch lange so bleiben wird. Mhm. Mega, sehr schön. Christoph, was glaubst du, ist in der Zukunft so einer der wichtigsten Trends im Bereich der technischen Ausbildung? Ist da irgendwie was zu sehen, wo ich vielleicht als junger Mensch überlegen könnte, okay, das ist eine Sache, da soll ich mich weiterbilden? Ich meine, wir sind in ständiger Veränderung. Es hat sich viel getan, vor allem in den letzten Jahren durch die Technologisierung, Digitalisierung. Genau, hast du da irgendwie was, was du mit uns teilen könntest? Also ich glaube, der Trend ist, dass es keinen Trend gibt. Okay. Ich glaube, die ständige Weiterentwicklung der Ausbildungsberufe, der Produktion, der Organisationsstrukturen, die Digitalisierung vor allem, wir sind in einem ständigen Wandel und es sind halt jetzt die Zeiten vorbei. Du hast eben gesagt, wir haben hier Jubilare, die sind 40, teilweise 50 Jahre hier im Unternehmen. Ja. Die haben bestimmt mal irgendwann einen Beruf gelernt und waren auch ganz lange in dieser Position und haben immer wieder die gleichen Tätigkeiten. Aber die
die Zeiten haben sich jetzt verändert und der Wandel ist halt immer wieder unser Begleiter und da darf man nie müde werden und das ist auch das, dieses Handlungsorientierte, das wir in der Ausbildung mitgeben wollen, dass wir den jungen Menschen aufzeigen wollen, wie man Probleme angeht, wie man sie löst, aber nicht das Problem als Problem sieht, sondern diese Herausforderung, wie man damit umgeht und sich darauf vorzubereiten in dem Berufsleben, dann das alles dann auch dementsprechend zu meistern. Und sie dürfen auch nicht müde werden mit dem Thema Weiterbildung. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich mich dazu entschlossen habe, die technische Ausbildung zu beginnen, ich war schulmüde und wollte eigentlich nicht mehr in die Schule. Ja. Und in der Ausbildung habe ich festgestellt, okay, da gibt es ja noch so ein Part, da heißt Berufsschule, da musst du auch noch hin. Dann habe ich das natürlich auch wahrgenommen und auch ganz gut gemeistert und habe dann auch einen erfolgreichen Abschluss hier dann auch gemacht. Habe dann aber auch gemerkt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass einfach, wenn man dann mal arbeitet, mit den Händen was leistet und dann ist dieses Schule und Berufen was ganz anderes, als wenn ich jetzt nur der klassische Schüler bin. Ja, man hat einfach nie ausgelernt, wie es, das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr schön gesagt, Christoph. Ich fasse mal nochmal kurz zusammen, also am Ende des Tages eine technische Ausbildung, verlangt nicht nur dieses technische Know-how, sondern auf jeden Fall auch ein gewisses Soft-Skill-Komponente, die ja auch extrem wichtig ist, vor allem wenn man ja im Konzern mit verschiedenen Abteilungen ja auch zusammenarbeitet. Die Renolit unterstützt unglaublich mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ja, für diejenigen, die halt nicht unbedingt wissen, ob das jetzt auch was für einen selber ist, hat ja Melina gesagt, empfiehlt sie irgendwo erstmal ein Praktikum zu machen und über das Praktikum dann hinaus dann zu überlegen, genau, was mich am Ende des Tages doch interessiert. Christoph, du meintest genau, dass man ja auch wirklich schnuppern kann, die eine technische Ausbildung mal für ein paar Tage auszuprobieren, dann wiederum die andere. Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht magst du noch was ergänzen, Melina? Ehrlich gesagt, habe ich dazu erstmal nichts weiter zu ergänzen. Das sehr schön, sehr schön. ja, dann ja, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Noch vielleicht irgendwelche abschließenden Worte, die du loswerden möchtest? Abschließende Worte. Also jeder, der sich noch nicht sicher ist, sollte wirklich Praktikas machen. Mhm. Ist nichts Neues. Es wird einem von jedem eigentlich empfohlen. Und es ist auch wirklich sinnvoll. Auch Praktikas in verschiedenen Berufsfeldern, so wie der Christoph sagte, das ist durchaus sinnvoll. Mhm. Ja, ich würde unseren Zuhörern vielleicht noch mitgeben, nicht neugierig zu sein, mal die Eltern fragen, was macht denn ihr eigentlich auf der Arbeit, aber auch im Freundeskreis, dann gehen vielleicht in Vereine, ein Sportverein, Musikverein, mal die anderen fragen, was macht denn ihr für eine Ausbildung, was macht euch Spaß und da einfach dann auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wo liegen die eigenen Stärken. Mhm. Die Melina hat es vorhin gesagt, der Opa war ein bisschen Treiber, das ist auch immer in der Familie schön zu spüren und wenn man merkt, man hatte schon immer so ein bisschen handliche Affinität, ja. Dann auf jeden Fall da mal ein Praktikum machen und da möchte ich einfach nur unsere Hörer ermutigen, dass sie wirklich sich bewerben, dass sie Praktikas machen und frühzeitig dann auch, wenn die Schule bekannt gibt, in dem Zeitraum das Praktikum, geht auf die Reise, weil die ganze Klasse macht gleichzeitig Praktikum und die Firmen sind halt dann auch irgendwann begrenzt. Also da, sobald ihr wisst, das Praktikum steht fest, bewerbt euch dann auch bei den Firmen, dass ihr auch ein Praktikumsplatz bekommt, den ihr wollt. Ja, ihr habt es gehört, liebe Zuhörer, bewerbt euch auf einen Platz, probiert es am Anfang wenigstens mal mit einem Praktikum aus. Und ja, vergesst auf gar keinen Fall, den Podcast zu bewerten mit 5 Sternen. Wenn ihr noch mehr letztendlich über technische Berufe erfahren möchtet, geht auf die Webseite der Renolit. Gibt es noch irgendwie einen bestimmten Kanal, Christoph, wo man sich informieren könnte? Ja, natürlich auf unserer Homepage, da kann man sich am besten informieren über die einzelnen Ausbildungsberufe, aber auch über die Standorte. Die Melina ist ja ein ganz tolles Beispiel, dass wir standortübergreifend hier auch ausbilden und natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle da vorbeischauen und am besten auch dabei bleiben. Mhm. Und gerade weil es jetzt auch die weibliche Personen hier extrem angesprochen werden. Den Girls Day würde ich jetzt vielleicht auch nochmal Werbung machen wollen. Ja. Da ist auch noch mal eine Möglichkeit, bei dem Girls Day Radar drauf zu gehen. Mhm. Da sind wir natürlich auch vertreten. Mega, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier über das Thema technische Ausbildung zu sprechen. Vielen Dank für eure Zeit und alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ebenso.